Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Neverball am heutigen Freitag, Nachmittag, später Nachmittag. Wir fangen an, wir waren stehen geblieben bei Level 18. Das ist dieses tolle Level mit den Röhren, wo wir in der letzten Folge ja so viel nicht geschafft haben am Ende. Wir müssen erstmal hier wieder reinkommen, obwohl ich glaube, viel mit reinkommen ist ja glaube ich nicht. Weil so schwer ist der erste Teil ja auch wieder nicht. Nehme ich überhaupt auf, ja. Fraps läuft in Outer City in der Version 2.0. Habe ich mittlerweile aktualisiert. Funktioniert bei mir auch, oder? 2 oder 2.6? 2.0? Egal. Juhu. Und einmal umdrehen. So schnell geht das. Jetzt muss man noch hier diese... ist immer wieder zu schnell. Werden wir dieses Level hier schaffen? Ich probiere mal was. Ob man auch hier geradeaus... Ich glaube, das ist gar nicht zu machen. Dort den Umweg, nenne ich es mal, zu gehen. Ah. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Na gut, ja. Nein. Das war ich unaufmerksam. Okay. Ja, dieses Spiel hat übrigens auch einen Level-Editor, wo man eigenen Level erstellen kann. Einfach nur so als Wink mit dem Zaun. Das Fall. Halt. Wie kriegt man jetzt eigentlich diese Kurve hier am besten? Gar nicht? Das war schon wieder zu schnell. Ich muss nur noch einfach irgendwie blind, relativ blind durchheizen. Hui, und einmal zurück. Ja. Naja, aber wir werden das schon hier hinkriegen. Weil nach dem Level haben wir nur noch zwei Schwierigkeits... bleib oben, bitte. Mist. Nach dem Level haben wir nur noch zwei Level im Schwierigkeitsgrad schwer. Und dann noch haben wir noch drei weitere Schwierigkeitsgrade. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das auch durchzocken. Bestimmt auf jeden Fall. Ich meine, wenn, dann spielen wir es gleich komplett. Durch. Auch wenn der Erfolg hier ein bisschen länger dauert. Ja, ist ganz schön kalt und regnerisch draußen. Gefällt mir nicht so. Da war es, glaube ich, Anfang der Woche oder letzte Woche, beziehungsweise dann schon, doch schon angenehmer mit den sehr warmen Temperaturen fast schon. Und jetzt regnet es. Ich glaube, es war sogar irgendwie sogar Schnee angekündigt, kann das sein? Das war schon wieder gefailt. Also, ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch seine Schneesachen draußen lassen muss. Ich hoffe es nicht. Wobei ja zu Ostern immer irgendwie noch was war in vergangener Zeit, dass das da meist noch geschneit hat. Ach. Aber jetzt, ich hoffe es nicht, dass es nicht nochmal schneit. Bleib oben, bitte. Gibt es eigentlich hier hinten auch noch einen Eingang? Ne, das sieht man nicht. Muss ich mal kurz die Perspektive wechseln? Ne, das ist... nix. Gut. Hätte ja sein können, dass es dort auch noch irgendwas gibt. Aber wenn dem nicht so ist... Ui, Riesenglück gehabt. Ja, Formel 1 Grand Prix 2 muss ich auch noch weitermachen. Großer Preis von Spanien steht ja an, wird auf jeden Fall noch kommen. Ich glaube sogar dieses Wochenende. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Uiuiui. Ah! Oh, das war jetzt aber. Puh. Wie gesagt, bei Grand Prix 2, das ist, da gehen ja die Videos fast schon eine Stunde. Das ist entsprechend auch aufwendig und anstrengend, sag ich mal. Da eine Stunde am Stück. Bisher mache ich ja immer nur Folge, jede Folge einzeln, sag ich mal so. Und Grand Prix 2 da mit den einer Stunde fast am Stück, das ist dann schon recht anstrengend. Das mache ich dann immer nur, wenn ich, sag mal, Lust drauf habe. Aber ihr könnt euch schon drauf freuen. Ich kündige das einfach mal für dieses Wochenende an. Großer Preis von Spanien. Bei im Grand Prix 2. Und wenn ihr natürlich allgemein Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche habt zu meinen Let's Play Videos oder allgemein Let's Play oder sagen wir mal lieber bevorzugt zu meinen Let's Play Sachen, dann schreibt doch einfach einen Kommentar oder auch meinetwegen auch eine PN über YouTube und dann mal schauen. Bisher ist es ja noch überschaubar, sodass ich vermutlich auf jede Nachricht irgendwie antworten kann. Ganz große Let's Player können ja das schon aus Zeitgründen nicht mehr so machen. Ah, bleib oben. Nein! Puh, aber ich werde einfach mal versuchen. Also wenn ihr Fragen oder sowas habt, einfach in die Kommentare unten rein kritzeln. Natürlich Beleidigungen oder sowas will keiner sehen. Wenn es sachlich ist, ist absolut in Ordnung. Wenn es berechtigt ist, natürlich sowieso. Aber wenn das dann irgendwie so ein Flame war, oder wie sagt man auf Neudeutsch, Shitstorm, wenn das in einem Shitstorm ausartet, dann lieber nicht. Schreibt es in andere Videos unten drunter, aber bei mir dann halt nicht. Oder schreibt es überhaupt nicht bei YouTube irgendwo drunter. Ach, es war schon wieder zu früh. 7 Minuten brauchen wir in diesem Level. Wahnsinn. Aber offscreen will ich das eigentlich auch nicht so unbedingt machen. Das eine Level, was ja offscreen war hier, ich glaube, das war auch bei schwer. Das war ja dann mehr so die Ausnahme, dass das offscreen, weil ich hatte das da gerade, ich habe das bisschen offscreen, ich sag mal, probiert, geübt. Und habe ich das dann zufällig halt geschafft und habe ich das Replay gespeichert. Und ja, normal soll das eigentlich nicht sein. Also zum Normalzustand soll Offscreen Sachen nicht werden und daher. Aber wenn das Video nur alleine 15 Minuten geht hier bei dem Versuch, dieses Level hier zu schaffen, ja, ist halt so. Ihr könnt natürlich auch dann einfach weiterschalten auf eins meiner anderen Let's Play Videos. Wenn euch dieses Video hier gerade viel zu lang, auch meine rechte Hand tut schon weh. Ach nö, ich glaube, ich mache meine Uhr ab. Kleinen Moment bitte. Und weiter geht es. Level 18 immer noch. Hui. Ja, Formel 1 war ja auch jetzt in der Realität. Die neue Saison angefangen. 2 Rennen waren bereits. Nein! Kack, Mist. In Australien und in, wo war das zweite? Kuala Lumpur, ne? Ja, bisher scheint es sehr spannend zu sein. Also ich hoffe mal, dass die Formel 1-Saison so weitergeht. Bisher gab es 2 verschiedene Sieger. Das war, glaube ich, letzte Saison überhaupt nicht. Da hat immer nur einer gewonnen. Was auch sehr nervig war. Ein bisschen Abwechslung sollte schon sein. Und ja, Vettel relativ weit abgeschlagen, schon nach 2 Rennen. Na gut, durch diese neue Punktevergabe kann man das mit eben Sieg reinholen, aber dann müssen halt die anderen, die Führenden, auch entsprechend Punkte liegen lassen und das ist eigentlich fast nicht zu machen. Man muss schon viel Glück mitspielen. Also ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr einen anderen Weltmeister sehen als Sebastian Vettel, der letzten 2 Jahre relativ dominant war. Ich mag das eigentlich nicht so. Wenn da einer einen Sieg nach dem anderen einfährt. Es muss auch schon abwechslungsreich und spannend sein. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und ja. Ich bin eh nicht so der Red Bull-Fan. Aber es ist natürlich Mark Webber, der ist mir sehr sympathisch.
der 2002 in Australien im Minardi 2 Punkte geholt. Er ist dort Fünfter geworden. Sensation. Sensationelle 2 Punkte. Und ja, jetzt wurde ja Minardi leider durch Red Bull bzw. Toro Rosso, wie das Team jetzt heißt, aufgekauft. Finde ich ein bisschen schade. Minardi war mir auch immer sehr sympathisch. Und ja, na gut, ist halt Kommerz, nicht? Formel 1 ist so ein bisschen das Paradebeispiel für Kommerz. Da rege ich mich jetzt auch nicht auf. Ich guck mir das einfach an, aber ist dann nicht, ich trinke diese komische, wie sagt man, süße Zuckerlimo, die nach Gummibärchen schmeckt, eh nicht. Die dort 2 Teams hat in der Formel 1. Ich nenne einfach keine Namen. Ich denke, ihr wisst eh schon, wenn ich mal. Weil ich finde, das schmeckt einfach nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer. Gut, die Cola von denen ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, halt der Preis. Da kriege ich, glaube bei Aldi einen 6er-Pack, 1,5 Liter oder sowas dafür, für den Preis. Na gut, vielleicht nicht ganz. Aber. Oh! Uiuiuiui. Rüber, rüber, rüber. Jetzt einfach. Nein! Hätte ich jetzt bloß nicht nach links oder was das war gedrückt, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Das ist ganz schön. Man muss hier wirklich genau die Kante treffen, wo man nicht runterfällt. Aber so langsam. Ach, jetzt war ich zu schnell. So langsam kommen wir ran nach fast schon 12 Minuten in diesem Video. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig. Vielleicht denkt ihr auch einfach, oh Gott, ist der dumm, das Level ist doch sehr einfach. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr das dann auch mit einem entsprechenden Video widerlegen könntet. Na. Bremsen, bremsen, bremsen. Ha, und geschafft. Wow. Cool, das war jetzt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier so weiterkommen. Level 19. Sie haben so viele verschiedene Wege, haben sie schon alle probiert. 75 Münzen. Ich probiere das Level einfach mal. Es ist schon. Na gut, hier wird es ein bisschen eng. Das sieht aber jetzt nicht so schwer aus. Immerhin hat man hier doch sehr viel Zeit. Keine Ahnung, ob die Zeit berechtigt ist. Berechtigt ist. Was ist das hier? Oh Gott, da habe ich ja Lust drauf hier. Aber das Level sieht definitiv einfacher machbar aus als dieses komische Röhrenlevel von gerade eben. Uiuiui. Oh. So, wie geht es jetzt weiter? Dort hinten muss ich hin. Ihr seht es vielleicht. Ich würde gern einfach geradeaus den schmerzfreiesten Weg gehen. Und der geht hier über die Planke. Vorsicht. Oh, die Kurven finde ich immer sehr kritisch. Langsam, wir haben Zeit. Hoffe ich jedenfalls. Also ich muss auf jeden Fall definitiv dort in die Mitte irgendwie. Uiuiui, das war aber jetzt schon sehr eng. Ah, wir machen das am besten. Vielleicht müssen wir noch einfach genug Schwung. Ah, ich glaube, das ist auch nicht, oder? Ich glaube, das ist es auch nicht. Uiuiui.
Halt! Ah. Hui. Oh, schon knapp die Kante. Ui, ui, ui. Oh. Da war ich etwas übermütig. Ich ziehe einfach mal relativ schnell durch hier. Ich hole mir nicht mehr jede Münze, weil dort hinten gibt es scheinbar auch noch genug blaue Münzen, die man sich holen kann. Ha. Ich denke, ich muss einfach hier so an der Kante warten und dann einfach... Oder vielleicht doch ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Oder kann man dort irgendwie... Ah! Uiuiuiui! Habt ihr das gesehen? Das war jetzt... Manche nennen es Können. Oh, jetzt wird's aber hier... Obwohl, so eine Stelle hatten wir ja in einem anderen Level auch. Nur nicht zu schnell werden, nur nicht zu schnell... Nein, das kann nicht sein. Diese... Nee, ist nicht wahr. Ich will jetzt... Oh Gott. Hier soll man rüberkommen. Scheiße. Wie willst du das machen? Oh! Leute! Nein! Ah! Oh. Wir waren so knapp am Ziel. Oh. Ich glaube, die zweite Plattform, die war da sogar nur, ich glaube, pures Glück, dass wir die geschafft haben. Und dann die dritte haben wir es dann versiebt. Puh. Uiuiui. Oh, schon fast 20 Minuten aufgenommen. Müssen wir gleich eine kleine Pause einlegen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie viele Versuche ich mir in der heutigen Aufnahme hier noch zugestehe. Jetzt einfach durchziehen. So klappt das doch. Man muss aus dem Rollen dort irgendwie hin. So, jetzt einfach langsam, langsam, nicht so sehr auf die Kante. Vielleicht kann man auch gleich hier rechts abkürzen. Na, ich will das, glaube ich, nicht probieren. Ah. Eigentlich könnte man auch durchziehen, weil dort hinten die ganzen blauen Münzen, die, da kommen wir locker auf die Anzahl, die wir hier brauchen. Okay, jetzt habe ich hier, glaube ich, so langsam den Dreh raus. Ich glaube, man muss ein bisschen mit der Plattform mitgehen. Ha.
Hochkonzentriert. Uiuiui, nur nicht zu schnell werden. Ob man das wirklich rechts direkt runter kann? Ich will es eigentlich nicht probieren. Ich will es eigentlich gar nicht provozieren. Weil wir sind gerade so schön weit hier. So. Hochkonzentriert. Oh! Okay, ich nehme das zurück, was ich gesagt habe. Das Level sieht leicht aus. Ist es aber definitiv nicht. So, die Plattform haben wir mittlerweile ganz gut raus. Nicht zu weit an Rand, nicht. Eieiei. Bremsen, bremsen, bremsen. Wir haben genug Zeit, uns hier auszurichten. Weiter, weiter. Oh, Mist. Hätte ich hier einfach durchgezogen, dann hätte es vielleicht geklappt. Vielleicht muss man da doch einfach blind durchziehen. So, langsam, langsam, langsam. Und jetzt? Ich würde mir trotzdem mal ein paar Münzen mehr sammeln. Vielleicht schaffen wir das doch, dass wir dann auf die Anzahl kommen und dann können wir ja mal gucken, ob man dort abkürzen kann. Ich glaube es eigentlich nicht, weil die Anzahl Münzen dazu nicht reicht. Das sieht noch eigentlich zu weit aus. Ich glaube nicht, dass man mit Schwung dort runterkommt. Wir haben jetzt noch 2,5 Minuten Zeit. Könnte man theoretisch hier mit einem Schlag durchziehen. Runter! Uiuiui, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Das war jetzt aber wirklich so eine mega knappe Situation. Und jetzt zählt's. So, einen lasse ich mir noch Geld. Und rüber, 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 rüber! Yes! Noch ins Ziel kommen. Puh! So, nächstes Level, Level 20. Langsam, aber sicher. Was passiert hier? Ist nicht wahr. Oh! Puh. Das ist krank. Ich würde gerne mal etwas vorrücken, danke. Ah, das mache ich jetzt noch. Das sieht eigentlich auch, ich sag mal, durchziehen kann man hier definitiv. Doch am Rand, am Rand könnte man. Was macht euch rüber? Oder auch nicht. Ich nehme auch mal die andere Perspektive, die manuelle, weil ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht. An der Stelle. Die erste größere Lücke scheint mir hier rechts zu sein. Warum hat das jetzt im ersten Versuch so gut geklappt? Und jetzt aber nicht mehr. So, jetzt bleibt dort, bleibt dort. Wir müssen, glaube ich. Nein.
Oh, was war das jetzt? Nein! Das war jetzt... gerade... Set, go. Eine Minute hat man hier Zeit. Ah, also ganz langsam. Oh. Puh, das ist doch heftig. Nicht runterfallen. Schon 26 Minuten die Aufnahme. Boah, es wird dann fast schon eine Marathon-Aufnahme. Aber jetzt will ich das doch schon gern durchspielen hier. Oh! Hab... Puh! Okay, man kann definitiv dort sehr weit am Rand entlang. Man muss... Oh! Ist nicht wahr. Huh! So, schwerer durchgespielt. Cool. Als nächstes kommt dann Tour de Force. Weiß ich jetzt nicht, ob man das sofort spielen. Vielleicht machen wir einen kleinen Abstand von Neverball und... Ja, wir haben schwer durchgespielt nach nicht ganz einer halben Stunde. Ja. 27,5 Minuten. Etwa. Und ich sage euch einfach mal Tschüss und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Video.